Hallo und herzlich willkommen hier zurück bei Bird of Play. Ich bin der Lutz und wir sind wieder bei Xenoverse 2. Ich habe meinen Frozen Cells ein wenig neu eingekleidet. Ich finde, es sieht viel, viel besser aus als vorher. Eigentlich viel, viel besser, aber irgendwie mehr awesome. Das ist das Wort, was ich gesucht habe. Was müssen wir jetzt eigentlich machen? Komm mal runter von deinem Hoverboard. Wir müssen zur Schule. Okay, gut, dann halt zur Schule. Wieder aufs Hoverboard und let's go. Jetzt bin ich ja mal gespannt, was der alte Kaioshin von mir will. Ist wahrscheinlich, will er uns bloß über die Schule aufklären. Hui, da hinten ist er. Und wieder einmal vom Hoverboard runter. Hallo Kaioshin. Willkommen auf der Soldatenakademie. Hier kannst du die Grundkenntnisse des Kampfes durch Herausforderungsquest vom Roy Kaioshin, vom alten Kaioshin, nimm man einfach so, erlernen. Du kannst auch Fortschrittstests machen, um eine höhere Trainingsstufe zu erreichen. Die anwesenden Kämpfer sind Ausbilder, die dir verschiedene Techniken beibringen können. Es gibt auch noch andere Ausbilder in Canton City. Du solltest sie suchen und von ihnen lernen, wie man zum Beispiel einen Kuchen backt. Den bringst du dann Majin Buu und dann kannst du vielleicht hoffen, dass er ein Kind bekommt, der dir dann verschiedene Ausrüstungen sucht. Ah nee, halt, das steht da ja gar nicht. Du kannst deine Trainingsstufe erhöhen, indem du Quests abschließt und nur Trainingseinheiten absolvierst. Sobald du weit genug fortgeschritten bist, kannst du die Fortschrittstests absolvieren. Wenn du diese Tests bestehst, ändert sich deine Klasse, wodurch dir Lehrer neue Fähigkeiten beibringen können. Beeindruckt! Für euch Zeitsoldaten habe ich keine Mühe gescheut. Ich habe sogar das Haus geputzt. Kannst du dir das vorstellen? Lerne von deinem Ausbilder und sei dankbar, da sie dir einiges an Wissen vermitteln können. Du musst stärker und stärker werden. Nutze die Akademie und verbessere deine Fähigkeiten. Ja, das habe ich gemacht, indem ich jetzt sau viele Quests geformt habe mit meinem anderen Charakter. So. Jetzt sind wir wieder in die Mitte. Alles klar. Gut, sind wir aufgeklärt worden über die Schule. Ganz ehrlich, ich hasse die Schule. Ich bin echt zu blöd für die Quests, die es da gibt. Sage ich hiermit offiziell. Ich kann euch auch sagen, woran das liegt. Weil ich immer so nervös auf meinen Tasten rumdrücke, dann wundere ich mich, warum die Kombis nicht funktionieren. Das muss ich mir dringend abgewöhnen. So. Hallo Kaioshin. Hey, was sagst du zu meinem neuen Outfit? Das sieht gruselig aus. Was war das gerade von Frozen Cells? Interessant. Frau Lehrerin, können Sie mir bitte sagen, what is love? Willkommen zurück, schön dich zu sehen. Und wie war es an der Akademie und den Parallelquests? Parallelquests sind ziemlich herausfordernd, Schule ist doof. Du kannst sie nutzen, um stärker zu werden. Ich freue mich schon, dir zuzusehen, wie du dich zu einem mächtigen Krieger entwickelst. Sandy und Quest können auch... Yata. Ich lese das jetzt nicht alles vor. Wir wissen selber, dass wir an die Läden gehen können und was kaufen können. Ja, Super Seelen habe ich... Ja, das sind meine Probleme. Das gebe ich hiermit zu. Denn... Wo muss ich jetzt hin? Auf wieder zurück zum Zeitnis. Ich weiß noch nicht so richtig, was ich haben will. Die Z-Seele, die ich im letzten Part gekauft habe, ist mir aufgefallen, dass die nicht das war, was ich gesucht habe. Momentan habe ich noch eine andere reingepackt. Die werde ich für bekommen haben, als ich mit Luna gefarmt habe. Ja, ich habe auch schon eine QQ-Knall oder QQ-Knall. Das ersetzt die Stats unserer Ausrüstung. Habe ich einfach mal reingepackt. Ein Monster, ein Teufel habe ich drin und zwar verringert erlittenen Schaden durch Nahkampfangriffe und dann beim Kampfbeginn stellt gesamtes Ki wieder her. Das fand ich jetzt relativ interessant, da wollte ich mal gucken, was das ist. Zumal das interessant sich anhört, wenn wir dann mit unserem Charakter... Warum fahre ich nicht Hoverboard eigentlich? Es hört sich interessant an, wenn wir dann mit unserem Charakter... Verwandlungen machen können, da braucht man ja Key für. Dann können wir uns immer gleich instant verwandeln.
hört sich für mich nach einem guten Vorteil an gegen die blöden NPC-Gegner, vor allem die späteren. Ja, ich bin schon, sagen wir es mal so, ich bin jetzt bei meinem privaten Spielstand bei Golden Freezer quasi. Ja, Bu ist ziemlich nervend. Und eigentlich auch Freezer. Na, mal gucken. Verdammt, wie komme ich eigentlich so schnell hierher? Standest du die ganze Zeit im Türrahmen? Ich wollte eigentlich sagen, verdammt, die Geschichtsänderungen nehmen kein Ende. Oh, hallo. Du hättest zu keinem besseren Zeitpunkt kommen können. Die Geschichte wurde mehrfach in den verschiedenen Zeitaltern verändert. Wir brauchen deine Hilfe. Lass uns nicht hängen. Lass uns nicht hängen, so rum das. Da wäre der Moment, an dem... Achso, ja, jetzt haben wir die Wahl. Wir können entweder gegen die Saiyajins kämpfen oder Krillin und Son Gohan auf Namek helfen. Wir machen es nach dem Dragon Ball Canon. Das heißt zuerst Geschichte der Erde und danach Geschichte von Namek. Verstehe. Dann begib dich zur Zeitkammer. Schöne Mission. Mir fällt gerade was ein. Das wird ja locker. Scroll shows there has been another change in history. This is when the two Saiyans, Nappa and Vegeta, arrive on Earth. Ja, ich erinnere mich wieder. Two Saiyans this time, eh? Das wird scheiße. Quite the pickle, wouldn't you say? These changes have been picking up in frequency lately. Please be careful out there. Machen wir es so. Ihr fragt euch gerade, warum ich so vor mich hin stöhne und jammere. Naja. Für alle Dragon Ball Fans unter euch, was können Saiyajins nochmal? Ich will es nicht für alle Nicht-Dragon Ball Fans spoilern. Nur so viel, die Mission ist scheiße. Jedenfalls das Ende der Mission, das war top. Na gut, verprügeln wir erstmal Nappa ein bisschen. Dann lassen wir mal weiter. Die Saiyajin, verteidige die Erde. Reduziere Nappas Gesundheit bis zu einer bestimmten Menge. Let's do this. Wow, das war nicht schlecht, Nappa. Did you come here to help us? Look like you can hold your own, of course. Oh, we're not just saints. Who cares who it is? Also, wartet mal ganz kurz. Spieleinstellungen. Hey! It's me, Goku! Hey! It's me, Goku! That's all. Have to slow him down until Goku gets back! Oh, right, Red! So scared! Too scared to move? Hey, I'm in a first fight like this. Forget about the brat then. We have more important work to do. Did you say work? Ah, ich hab den Angriff hier. Oh, this is good. Just a bit of fun. Ich will nicht mehr take my time crushing you one by one. Just looking at the evil face. He's strong. He's brilliant. Must be. It's Goku. He's kept us waiting long enough. Wait! Something's a little off. It's the other presence closing in then. I sent something along with Goku. Something evil. Whoever or whatever it is, it's slowing Goku down, and the others can't hold out much longer. Have no choice. Find an opening and get over to Goku. Einfach der Herz, wenn ich schweige, die anderen labern. Kann ich mich ein bisschen besser auf den Kampf konzentrieren. Oh, es war sogar ein Z. Oh, shoot. Ich habe vergessen, meine Attribute zu boosten. Ups. Ach, egal, machen wir weiter. Machen wir danach mal eine kurze Pause. Also, nach der nächsten kleinen Zwischenmission hier. Tolles, der andere Saiyajin. Danach werde ich mal doch ganz schnell wieder zurück in unsere normale Realität gehen. Oder zurück ins Zeitnetz, sagen wir es mal so. Da haben wir Tolles. Wir erinnern uns alle an ihn aus dem letzten Teil, glaube ich, war es schon. Hey, I'm in a hurry! Stay out of my way! He's not supposed to be there! He looks like a skin of some kind. In fact, he looks just like Goku! My name is Turles. I watched you fight. You put on quite a show, actually. Sit.
Would you like to consider joining me? And you can do whatever you want. Destroy planets, eat good food, drink all you like. Whatever you wish. There's noch nothing better, I'll tell you. This guy looks just like me for some reason. Okay, Wanderers are here. Ja, wie viele Probleme kriegen wir in der Floor? Kann man mal machen, ne? Oh, so you're not interested, eh? Well, you can just die. This guy looks just like me for some reason. Of course you and me look alike, Kakarot. We're both disposable, low-class warriors. Make no mistake. I'll tell you now that I am done with that life. One day soon, everyone will kneel before Turles. Do you read me? My partner is currently en route to your location. Turles is a dangerous opponent. You need teamwork to bring him down. I guess that's enough for now. Hurry after him! Der tote Held von Tokitoki-Stadt war da. Hey, wow. Ich find's eigentlich geil, dass sie die alten Charaktere, die man übertragen konnte, hier mit in die Story eingebunden haben. Muss ich echt sagen, finde ich cool. Und da kam eine alte Luna mal eben kurz vorbei und hat Torvis Hallo gesagt. Na gut, einmal ganz kurz anpassen, Attribute boosten und so. Oh Gott, ich habe noch gar nichts geboostet. Okay, machen wir 5 da rein, 5 da rein, 2 da rein und 2 da rein. Haben wir es gleichmäßig aufgeteilt. Ja, ich möchte es so behalten. So, und da wollte ich noch mal was ganz kurz gucken. Ich kann Todesstraße sowieso zurzeit noch nicht einsetzen. Immer aus was Kamehameha mit. Wenn du es richtig abstimmst, kannst du jeden Angriff blocken. Das hört sich vielleicht nicht schlecht an, aber ich bin nicht gut im Blocken. Also nehmen wir noch mit. Eine Kleinigkeit. Kaioken-Angriff, genau. So. Weil das, was jetzt als nächstes kommt, das ist ne Turles. Ich fürchte, das gibt's. Das wird Ärger geben. Ja, ich bin wieder bereit, zur Patrouille zu gehen. Ich würde bloß eben schnell noch was machen. Nur noch schnell was einstellen. He's gone. But who was that anyway? Das war die allererste böse Version von dir, Son Goku. Die aus den 90ern, nicht die von 2016. Well, there's no time to stop and wonder. I have to get over to Gohan fast. I have no idea who you are, but thanks. You really helped out. Oh no, that enormous presence I sensed vanished. I have to hurry. You want to come with me? Habe ich eine andere Wahl, Son Goku? Weil ich stelle da überhaupt keine Frage. So, sowas in Art wie, was bist du überhaupt? So ein Alien wie dich habe ich noch nie gesehen. Grenzenlose Saiyajin-Brutalität. Besiege alle Gegner. Ja, ja, ja. Und dann kümmern wir uns mal um Nappa. Angeschlagen ist er ja schon. Krillin, just stay back. I'll take it from here. Got it. Gohan, we'll go. Dad? Finally, there you are. Irgendwie scheint Vegeta da leicht besessen zu sein, ne? Und wir prügeln uns mit Nappa. Na gut, Papa von Papa Nappa. Kakarot! Don't tell me you've come here to make some pathetic joke about beating us or something. Tien! Yamcha! Whoa, wo ist er denn da so? Der portiert die Kakarots einfach so weg. Power level is rising. Not going to let you get away with this! Treff ich? Oh, yes.
Nappa! Hurry up and beat him! Ich glaube, ich beeile mich lieber und besiege Nappa. Mach dir mal keine Sorgen, Vegeta. Na, großer Nappa. Das ist aber kein großer Kampf von dir. Und das habe ich. Ah, wartet mal. Das hätte ich. Oh, Scheiße. Das hätte ich schon mal die ganze Zeit ausprobieren. Ja, sie treffen immer noch so wie früher. Das hat mich nicht weiter weggestellt. So, tschüss, Nappa. War nicht so schön mit dir. Und hallo, Vegeta. Das ist die Rache dafür, dass du mich auf Level 40 warten gelassen hast und die Super Saiyan von dir bekommen hast. Jetzt kriegst du das mit mir auf Freezer-Klasse zu tun. Und den hast du ja Erfahrung, ne? Vielleicht ein bisschen früh schönes Vierfach und Kaioken kam ja nicht mehr. Richtig effektiv wird es ja eigentlich erst, wenn man vier Kühlbalken hat, aber davon sind wir gar nicht mehr so weit entfernt. Hier geblieben, Vegeta. Ich bin ein Gegner und nicht der Felsen. So muss das sein. You'll pay for this! Ja, jetzt werde ich wirklich dafür bezahlen. What? Times four! Tja, man könnte jetzt denken, wir haben gewonnen, aber jetzt kommt erst die größte Scheiße des Universums. Oh, das war bloß ein A-Rang? Naja. Hauptsache durch, würde ich sagen. Oh. Leute, helft mir, steht mir bei. In that case, I guess I'll just have to become a crazy! Kann man das nicht einfach skippen, Vegeta? What? Burst open and mix! Explodieren und mischen. Hätte das auch im echten, im echten Dub gesagt? Sehr furchtbar. Ich will dich gegen Wehraffen kämpfen. No way! Albträume aus der Kindheit kommen wieder. Budokai Tenkaichi 1, Wehraffe Vegeta. The tables have turned. This is the end for you. Seit Budokai Tenkaichi 1 hasse ich Wehraffe wie die Pest. Und Pocken zusammen. Ja. Sie haben es zum Glück etwas einfacher gemacht. Man muss jetzt erstmal die Ausdauer von diesen Mistviechern durchbrechen. Fick dich ins Knie, Nappa. Oh, ich mache so kein Damage. Da kam einfach mal so Vegeta. That was all me. This is bad. Nappa has transformed into the greatest too. Slowing Goku down will cause a lot of trouble. So, jetzt setzt mal ganz kurz was schicken. Ich hab das in meinem privaten Spiel. Ah, wow, Zagok, pass doch mal auf, wo du den hinschleuderst. Ich hab das auf meinem privaten Spiel schon ziemlich billig gemacht. Ja, es geht immer noch. Immer schön Ki-Attacken gespammt. Ihr seht, es funktioniert. Ist so billig as fuck, aber ich hasse Wehraffen. Wie hört sich das, hält sich die Musik an wie das imperiale Theme von Star Wars? Ich kann mir nicht helfen. Was jetzt ist Stamina Break? Das kann ich mir doch nicht leisten, Spiel. Ah! Ich hätte auf meine Stamina besser Acht geben sollen.
Nee, ich will nicht auf Vegeta, ich will auf Nappa. Okay. Hier, Nappa. Noch ein paar Ki-Explosionen für die U. Das macht den aber richtig fertig. Also, er sagt, es durchbricht richtig schön seine Starter. So, Nahkampfangriff auf seinen Arm. Ich weiß, ich könnte seinen Schwanz nehmen, aber... Also, das ist jetzt nicht doppeldeutig verstehen hier, dass ich meine seinen Wehraffenschwanz, könnte ich machen. Aber ich glaube, ich mache ein bisschen Nahkampf, wenn ich ihn direkt angreife. Ist zwar... Haben die gepackt? Sollte sein komischer Angriff, den er eben gemacht hat, mir nicht ordentlich Damage machen? Naja, besser so als ordentlich Damage. Damn it! I didn't know that the difference in power could be as much! Es kann aber auch sein, dass es zum Gucken noch hat, als Damage bekommen hat. Ich weiß es nicht. Ja, Vegeta, fick dich ins Knie! Oh, müssen die jetzt aber auch zusammenstehen wie ein Affenpärchen? Oh, scheiße, Son Goku ist schon so gut erledigt. Und Nappa steht immer noch. Das ist, was? Jetzt machen wir hier Bock. Was auf jeden Fall. Sind zwar nicht in Call of Duty oder in Battlefield oder in Star Trek Online. Wir sind hier bei Dragon Ball, aber hier Minigun. Oh, wir sind Nappa los. Tschüss, Nappa. Nummer 1. Kommen wir nun zu Nummer 2. Damn it. No, lost. Oh, au. Velokampftechnik. Son Goku, wo ist gerade dein Genki Dama hingekommen? Oh Gott, ich glaube, wir haben gleich verloren. Gleich ist Son Goku tot. Achso, halt. Ich will auch wenigstens Vegeta noch ein bisschen Damage reindrücken. Jawohl. Jetzt geht es darum, mal reinzugehen. Damage machen und... Au. Wow, 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 wow. Hey, das hast du dir so gedacht, oder? Kann ich ihn auch treffen? Ja, ich kann ihn treffen, indem ich ihn immer so auf die Schnauze haue. Hässlicher Wehraffe. Oh, scheiße. Okay, was habe ich hier? Oh, scheiße, ich habe meinen teuren Energiekapsel dabei. Na egal, nutz vor dir. Hab ich drüber nachgedacht, dass das account-weit so eventuell gestellt ist. Ich bin ein Gegner, Vegeta. Ich gebe zu, ich habe jetzt ein klein wenig mit Absicht diesen Damage kassiert. Oh, das war... Oh! Son Goku ist aus dem Rennen, aber die Mission ist nie gescheitert. Schöne Sache. Jetzt habe ich gerade Blödsinn gemacht. Ich werde nicht eine Kaioken aufstarten. Komm schon, jawohl. Und das werde ich eigentlich machen. Komm schon. Ja, ich bin am Match. Wartet mal. So, mal ganz kurz gucken. Oh Gott, das hätte ich gleich bleiben lassen sollen. Achso, wenn ich über ihm stehe, macht mir das kein Damage, aber wenn ich unter ihm stehe, macht's mir Damage. Jo, warum nicht? Oh, oh, weg da. Shit. Gut, nächste Energiekapsel. Ich hab jetzt wirklich meine Softgefühlung mit Vegeta geholt. Hier hinten stehen und noch mal ein bisschen Energie spammen. Ja, es tut mir leid, dass ich wirklich so auf diese Billo-Art und Weise mache, aber... Ich bin einfach froh, wenn wir uns hinter uns haben. I'll go with you! Yes!
Na dann. Bitte sag mir jetzt nicht, dass Vegeta regeneriert ist. Oh. But he'll turn back and cut his tail off. Go on. Let's go cut off that tail. Yeah. Hey, guys. Leave cutting the tail off to the little guys. You just need to draw the Great Ape's attention. Damn it. Die hab ich schon, ey, doch kein Problem. Au, da ist der massive Damage, den ich vorhin schon erwartet habe. Funktioniert. Gibt's das denn? Ja, Damage Jungs. Oh, oh, weg. Au. Gut, dann probieren wir es nochmal mit einem Kaioken-Kamehameha. Das hat zwar schön Damage gemacht, aber zum Glück der Stein hier nicht. Du kannst die ganze Wut hier vollkotzen. Das interessiert uns zum Glück nicht weiter. Son Gohan ist irgendwie im Arsch. Oh, ich hoffe, ich treffe das. Oh ja, sehr gut. Oh, oh, hallo. Oh, scheiße. Oh, ich glaube, das ganze Kommentar besteht nur aus oh, scheiße und leck mich und... Ich glaube, Vegeta hat wirklich was Schlechtes gegessen. Alter, bleiben wir schon an diesem Mistkerl stehen. Ich kann mich gar nicht erinnern, wieso setzen wir auch so viele Energiekapseln verbraucht? Oh, scheiße, Krillin und Gohan sind so wie im Arsch. Wartet mal, ich kann noch jetzt... Nein, nicht, das war der Falsche. Das ist der Falsche. Wieso greifst du jetzt den Schwanz an, du Depp? Immer schön auf den Oberkörper ziehen. Ich werde jetzt nicht den Schwanz greifen, wenn geht. Das bringt jetzt eh noch nichts. Wieso steht das schon wieder auf dem Schwanz? Ach, weil er halb tot ist? Kann das denn, dass mir das Spiel sagen will, hey, Lutz, mach mal ein bisschen Schwanzkrabscher. Jetzt habe ich schon wieder den falschen Angriff gemacht. Der kommt doch nicht wieder. Jetzt. Nee, hier. Fuck. Wie Vegeta das jetzt einfach über sich ertragen gelassen hat. So, und jetzt? Jetzt haben wir. Und? Wie viel Damage macht denn das? Nicht genug. Okay, das war jetzt also auch Krillin. Dann mal wieder eine Weile. Oh oh. Weg da. Scheiße, das war jetzt ein dober Fehler von mir. Danke, Vegeta. Reicht, bitte reicht, danke. Bitte sag mir, es ist vorbei. Oh, Leute, das war nie wieder Wehraffen. Ich schwöre, nie wieder Wehraffen. Damn it! My tail! Ja, es war bloß ein C, aber... Hauptsache weg die Scheiße! You're not getting away! Why are you stopping me? Krillin, it's okay. What? Next time, I'll...
I'll beat him on my own. Thank you. Das war also Vegeta. Yay. Oh Gott. Ist das peinlich, wie ich mich gerade gegen diesen scheiß Werfen angestellt habe. Das ist wohl auch einer der Gründe, warum ich noch nicht diese Expertenmission gemacht Welcome habe. Back. Very nicely done. Good to have you back. Hallo Trunks. Hallo alte Luna. What? Welcome back to you too. Yeah, it was rough out there. I'm sorry. I failed in my mission. Don't worry about it. If they were that easy to catch, we'd have gotten them already. Ahem! A proper introduction is in order. Oh, yeah, that's right. Nice to meet you. I'm Trunks. I'm in charge of the Time Patrol. In a manner of speaking, I guess. This here is my partner. You see, we've been using the scrolls to perform special missions. But there have been so many changes in history lately that we're a bit short-handed. That's why I've had to ask for help from you and Elder Kai. These two have told me that you're quite capable. They say that you're a cut above the rest, apparently. Elder Kai admires your persistence, the way you keep finishing mission after mission. That's enough! Don't spoil our new agent! I've never said anything like that. You've got a long way to go, recruit! Don't listen to him. That's not true at all. You've been doing excellent work. Stop that right now! Diese Animation, ey. Herrlich. Anyway, history was somehow restored, but there are far too many anomalies. Why are all these people suddenly appearing out of their proper places and times? They got away from me this time, but we've seen this before. It's them. Yes, the pair I was chasing are the ones behind all of this. They enlist villains from different timelines and use them to sow chaos. Hmm, and who's this you speak of? They're denizens of the Demon Realm, who have come from a time far in the future to steal energy from the past. Ich frage mich gerade eine Sache. War nicht Elder Kai, oder wie soll ich sagen, der alte Kaioshin mit dabei bei Xenoverse 1? Hat er es nicht alles mitbekommen? Na, keine Ahnung mehr. The wicked scientist Toa, and her abominable creation, Mira. Oh, die Cutscene, die ich dachte, die schon im letzten Part war, kommt jetzt erst. Entschuldigt bitte. Looks like I overdid it a bit. I've been looking for you. Turles, slug. You're not the easiest people to find. Toa. I believe I told you never to act on your own. What I do is none of your damn business.
Es lädt. Es lädt immer noch. Jetzt so. Don't order me around, Mira. I don't recall ever becoming your servant. I'm only cooperating with you for now, so I can have my revenge on that Saiyan brat. But that's all! Now, now. We mustn't bicker amongst ourselves. Mm-hmm. Do you have what I asked for? Yes. You can take it with you. Mm-hmm. The demon realm has amplified its effects. Whoever eats the fruit of the Tree of Might will gain incredible power beyond compare. Schön, Thor. Schön, dass du diese Früchte hast. Schön, dass du, was war das, den zweiten Dragon Ball Film auf dem Gewissen hast? Oder den dritten? Zweiten oder dritten Film? Ich weiß es gerade nicht mehr aus dem Hut. Das ist schön gemacht, Thor. I'll be able to crush Kakarot with a single blow. You can count on it. Well, you know what to do. Huh, I wonder about that. You know, you should really just reprogram those two. They're fine, Mira. Oh, come on. Why bother anyway? They're wreaking havoc throughout history, well enough on their own. Besides, I have everything well in hand. Als dieser maskierte Saiyajin, der eindeutig nicht Bardock ist. Sie scheint sich ja ziemlich auf diesen maskierten Saiyajin zu verlassen. Macht mir schon wieder Schiss. Hallo, wie geht es dir? Du fügst dich immer besser in die Zeitpatrouille ein. Daran hatte ich auch nie einen Zweifel. Ich glaube, ich erkläre dir, wie man große Zeitspalten untersucht. Oh nee, bitte nicht. Zeitspalten sind die seltsamen Gebiete, in denen Veränderungen an der Geschichte zu Rissen in der Zeitstruktur geführt haben. Mein Gott, das liest sich ja wie so ein Handbuch. Solche Gebiete zu untersuchen und die Probleme dort zu beheben, ist eine der wichtigsten Aufgaben der Zeitpatrouille. Die meisten Spalten können geschlossen werden, indem man die Ursache für das Problem behebt. Große Zeitspalten sind derartig riesig, dass man eine immense Zahl an Objekten und Personen zu involvieren. Dass eine große, immense Zahl an Objekten und Personen involviert ist. Mein Gut. Ha. Vielleicht geht es schneller, wenn du es mit eigenen Augen siehst. Schau es dir mal an. Um einen großen Zeitspalt besuchen zu können, musst du den Zugang zu den Zeitminiaturen haben. Bäh. Du weißt doch, was Zeitminiaturen sind, oder? Diese Dinger, die über Canton City am Himmel schweben. Oh, stimmt ja. Du darfst ja noch nicht fliegen. Wow, das fällt dir jetzt erst ein. Hm, wie wär's? Darf ich jetzt fliegen? Nö. Scheiße. Da musst du die Teleportstation benutzen. Oh, toll. Wir beamen. Yay, anstatt sie einfach sagt, okay, jetzt darfst du fliegen. Tschüss. Nein, wir müssen beamen. Naja, whatever. Im Moment gibt es 5 große Zeitspalten. Du kannst sie alle mit Hilfe der Teleportstation erreichen. Es gibt Leute, die ähnliche Vorfälle untersucht haben. Du solltest sie um Rat fragen. Okay, das machen wir aber erst in der nächsten Folge. Und das klicke ich jetzt noch schnell für euch durch. Aber wie gesagt, das machen wir in der nächsten Folge. Bis dahin, tschaußen.